Wer ist die schlauste Person, die jemals gelebt hat? Es wird dich überraschen, dass Personen wie Nikola Tesla, Albert Einstein und Leonardo da Vinci nicht ansatzweise an den IQ der schlauesten Person kommen. Nun lass uns erst IQ definieren. IQ steht für Intelligenzquotient und misst, wie schlau und fähig das menschliche Gehirn ist durch eine Vielzahl an Tests. Der durchschnittliche IQ liegt bei 100. Jeder, der 140 übertrifft, wird als Genie eingestuft. Es ist nicht die akkurateste Methode, um Intelligenz zu messen, aber die beste der Zeit. Albert Einstein beispielsweise hat einen IQ von 160 und dies ist nicht einmal ansatzweise in der Nähe des höchsten IQs. Der Mensch mit dem höchsten IQ aller Zeiten konnte im Alter von 18 Monaten die Financial Times lesen, mit 5 Jahren jeden Wochentag der letzten 10.000 Tage errechnen, ging mit 11 Jahren auf die Harvard-Universität und sprach 25 Sprachen. Sein Name ist William James Seedes und hat einen IQ von 275.